Herzlich willkommen im Literaturhaus Zürich, herzlich willkommen im Stream und herzlich willkommen Georgi Gospodinov. Es ist eine große Freude, dass Sie heute hier in Zürich sind. Ich freue mich auch sehr, dass Ilmar Rakusa heute moderieren wird. Herzlich willkommen, Ilmar Rakusa, dass Veselina Übe das Gespräch übersetzen wird und dass Thomas Sabacher die deutschen Passagen vorlesen wird. Mein Name ist Gesa Schneider, ich bin die Leiterin des Literaturhauses. Georgi Gospodinov ist kein Unbekannter. Er war 2019 auf Einladung von uns und der Stiftung PWG Writer in Residence in Zürich. Und um Zürich geht es auch unter anderem in seinem großartigen neuen Roman Zeitzuflucht, der dieses Jahr im Aufbau Verlag erschienen ist und aus dem Bulgarischen übersetzt wurde von Alexander Sitzmann. Wir werden viel davon hören, wie wir Zeit erleben, erfahren, uns in sie retten, aus ihr herausfinden. Dafür hat Gospodinov in seinem zeitreisenden Protagonisten Gostin einen im wahrsten Sinne unvergesslichen Helden geschaffen. Denn ums Erinnern und Vergessen geht es natürlich auch in diesem Roman um die Möglichkeit, in einer Klinik verschiedene Jahrzehnte wiederzuerleben. Und in der Hoffnung, diesen Schrecken der Gegenwart entkommen zu können, möchten auch immer mehr Menschen in diese Klinik aufgenommen werden, was große politische und gesellschaftliche Fragen aufwirft. Auch ob und wie dieses Virus der Vergangenheit mit dem jetzigen Virus auf fast unheimliche Weise zusammenhängt, auch davon wird die Rede sein. Georgi Gospodinov hat Teile dieses Romans hier in Zürich geschrieben im Rahmen seiner Residenz und umso schöner, dass er heute hier bei uns ist und davon erzählt, in einer Stadt, wie es auch im Buch heißt, und von einer Stadt, in der eigentlich nichts passiert, die wie aus der Zeit gefallen scheint. Ich freue mich sehr, dass Thomas Sabacher heute liest. Er ist häufig bei uns. Er hat zahlreiche eigene Projekte. Wer ihn im Fernsehen sehen möchte, kann das morgen und am 27.05. tun. Da wird die Serie Unsere wunderbaren Jahre auf Dreisat gezeigt. Und Veselina Übe wird dieses Gespräch zusammenfassend übersetzen. Sie ist von Haus aus Rechtsanwältin und Mitarbeiterin am Europa-Institut in Zürich. Wir danken ihr ganz herzlich, dass sie diese Aufgabe heute übernimmt. Wir freuen uns, dass sie diese anspruchsvolle Aufgabe übernimmt, weil es ja nicht ihr erster Beruf ist. Aber ich bin davon überzeugt, dass sie das ganz wunderbar machen wird. Und last but not least freut es mich sehr, dass die Autorin Ilmar Rakusa heute moderiert. Sie ist eine der wichtigsten Autorinnen der Schweiz. Für ihre Lyrik-, Erzähl- und Essaybande ist sie mehrfach ausgezeichnet worden. Ilmar Rakusa ist auch Übersetzerin aus dem Russischen, aus dem Serbokroatischen, aus dem Ungarischen, aus dem Französischen. Sie ist Literaturkritikerin. Sie ist häufiger Gast bei uns im Literaturhaus und gleich haben wir die Melodie, genau. Sie ist häufiger Gast bei uns im Literaturhaus. Sie ist eine große Unterstützerin der Kultur. Sie ist eine außergewöhnliche Vernetzerin. Sie und Georgi Gospodinov kennen sich auch schon lange. Ilmar hatte uns damals auch empfohlen, Georgi Gospodinov einzuladen, wofür ich ihr immer noch sehr dankbar bin. Und jetzt genug geredet, hiermit übergebe ich Ihnen die Bühne und das Wort. Ja, auch nochmal ganz herzlich willkommen Ihnen allen, dass Sie heute Abend gekommen sind und welcome, Georgi, that you're back in Zurich. It's a pleasure to see you again. Ja, der bulgarische Autor, Lyriker, Dramatiker, Essayist Georgi Gospodinov ist, wie Sie eben gehört haben, in Zürich kein Unbekannter. Er war hier bereits Writer in Residence 2009. Er ist eine, bitte? 19. Habe ich 9 gesagt? Entschuldigung, hier steht es, 19, ja, 2019. Genau, und er ist einer der wichtigsten, vielleicht sogar überhaupt der wichtigste bulgarische Gegenwartsautor, in über 20 Sprachen übersetzt,
mit zahlreichen internationalen Preisen ausgezeichnet, viel gereist. Er war nicht nur in Zürich, sondern er hatte auch Stipendien in Berlin, in New York, in Wien, in Zug, am Zugersee und viele weitere, von denen ich vielleicht gar nichts weiß. Seine Bücher sind zahlreich und, wie ich erwähnte, in vielen Genres verfasst. Es zählen zu diesen Büchern die Romane Natürlicher Roman und Physik der Schwermut. Schon die Titel zeigen die Besonderheit dieses Autors. Es zählen zu diesen Büchern die Erzählungsbände wie 8 Minuten und 19 Sekunden oder der Lyrikband Kleines morgendliches Verbrechen. In diesen Büchern geht es um Kindheit und eine fantastisch-dystopische Zukunft, um Bulgarien und die Gesetze der Melancholie und gewissermaßen als Leitmotiv um die Zeit mit all ihren Facetten. Dem Thema Zeit hat Gospodinow seinen jüngsten Roman gewidmet, Zeit, Zuflucht, ein kühnes Gedankenexperiment über Zeitsprünge, Reenactments und die Gleichzeitigkeit verschiedener Zeiten. Ausgerechnet in Zürich gründet ein Bekannter des Ich-Erzählers, der zugleich dessen alter Ego zu sein scheint und uns schon in früheren Büchern des Autors begegnet ist, Gaustin, eine Klinik für Demenzkranke mit unterschiedlichen Zeitzimmern. Die Idee, wer an Gedächtnisverlust leidet, soll sich in jener Zeit aufhalten können, die am meisten Erinnerungen in ihm weckt. Das Projekt ist kühn und erfolgversprechend. Im Laufe des Romans weitet es sich aus. Nicht nur Einzelpersonen, sondern ganze Staaten dürfen sich per Referendum ihre Lieblingsjahre oder Jahrzehnte aussuchen. Solche Reenactments führen dazu, dass die nordischen Länder in die 1970er Jahre zurückkehren, die baltischen Staaten in die 90er, das Zentrum Europas in die 80er. Bis die geöffnete Büchse der Pandora eines Tages zu einem heillosen Zeitchaos führt und jeder sich in seine Individualzeit verkriecht. Fazit: Die alten Reiseführer mussten durch neue Zeitführer ersetzt werden. Damit habe ich nur die wichtigsten Linien dieses überaus komplexen Romans zu skizzieren versucht. Denn es geht darin auch um die Figur des schreibenden Ich-Erzählers, um seine Angst vor zunehmender Vergesslichkeit, um seine wehmütigen Kindheitserinnerungen, um seine Entfremdung von seiner Heimat Bulgarien, um Identität und Politik, um Wahrheit und Fake, um Regression und Vision, um Glück und Unglück. Die Schauplätze sind Zürich, Zug, New York, Sofia. Die Stillage wechselt von melancholisch zu ironisch. Kurzum, ein Buch, wie nur Georgi Gospodinow es erfinden konnte. Darum meine erste Frage an den Autor: Was war der Auslöser für diesen Roman? Hat sich der Melancholiker und Hypochonder Gospodinow seine eigenen Ängste von der Seele geschrieben? It's very straightforward, yeah. Sorry. Илма ме познава много добре. Илма кент ме се гуд. Първо да благодаря за... Наистина благодаря много лично за това, че съм тук. За поканата на Литератур Хаус и най-вече за това, че ми дадоха тези 6 месеца, в които да напиша романа. Това е страшно голям подарък. Ich danke sehr, dass ich hier sein darf und ich danke dem Literaturhaus insbesondere für die 6 geschenkten Monate, die ich hier verbringen durfte. Das war ein großes Geschenk. Този роман се връща там, където беше написан. Той се обиколи нивката, казваме на български, и се връща тук, където е направен.
Dieser Roman ist einfach dorthin zurückgekehrt, wo er angefangen hat. Das ist ein Sprachbild, was er verwendet. Das sagt man auf Bulgarisch, das ist ein Brot. Man muss erstmal eine Runde drehen, bis es fertig ist. Und das ist jetzt mit diesem Roman auch geschehen. Vikulini wird. И както ще видите, ако сега го четете, самият Цюрих присъства много вътре. Und wie Sie sehen werden, ist Zürich sehr oft vertreten darin. На въпроса на Илма искам да благодаря също на Илма, защото докато пишех романа, ние се виждахме в нейната къща обикновено късно след обед и говорихме върху тези теми. Ich möchte auch Ilma ganz herzlich danken für die große Hilfe. Wir haben uns, als ich hier in Zürich war, oft an Nachmittagen getroffen und viel darüber gesprochen. Da, Melancholik, Hypochondrik, двете, разбира се, и двете. Melancholiker und Hypochonder, beides ist richtig. Но аз мисля, че това е професионално заболяване на всички писатели. Aber das ist wahrscheinlich eine Berufskrankheit aller Schriftsteller. Това, което, когато романа излезе на български, той излезе в навечерието на първия на локдаун. Als der Roman in Bulgarisch erschienen ist, stand gerade der erste Lockdown bevor. И в романа ставаше дума за пандемията на миналото, за вируса на миналото. Така че беше малко страшно, когато излезе точно в една друга пандемия при един друг вирус. Und im Roman geht es ja auch um eine Pandemie und um ein Virus. Und deswegen war es ein bisschen erschreckend, dass der Roman gerade dann erschien, als dann die Pandemie wirklich da war. Всъщност, когато романа излезе, книжарниците затвориха. Und als der Roman erschien, wurden alle Buchhandlungen geschlossen. И беше много особено. Хората си поръчваха книгата онлайн, по интернет. Всички ние стояхме в апартаментите си, а книгите пътуваха. Und es war eine sehr seltsame Zeit. Alle Menschen waren eingeschlossen und sie bestellten das Buch online, während die Bücher reisen durften. Може би това е един по-добър свят, в който хората си стоят вкъщи, не правят глупости, а книгите пътуват. Vielleicht ist eine bessere Welt, in der die Menschen zu Hause sind und die Bücher reisen. Да, всъщност темата за паметта и миналото, тя минава и през другите ми книги, но тук като че ли най-много ме вълнуваше и най-много ме тревожеше, какво става с паметта и миналото. Wahrscheinlich ist es wirklich so, dass es mich in diesem Roman am meisten beschäftigt, das Thema der Erinnerung und der Vergangenheit. Es erscheint sowohl auch in den vorherigen Romanen, aber in diesem Roman am meisten. Може ли човек да се скрие в убежището на миналото? Kann man sich verstecken als Mensch im Schutzraum der Vergangenheit? Аз съм силно носталгичен човек. Bin ein sehr nostalgischer Mensch. Тоест, тази книга е някакси срещу моята собствена легенда. Somit ist dieses Buch gegen meine eigene Legende. Но има разлика, когато един човек се връща в личното си минало и когато опитваш да връщаш цял народ в миналото. Aber es gibt einen großen Unterschied, wenn man selbst in die Vergangenheit zurückkehrt und wenn ein ganzes Volk in die Vergangenheit reist. Да. Meine Frage mit dem Hypochonder betrifft sozusagen den Teil, vor allem im letzten, so in den letzten vielleicht 70 Seiten des Romans, wo diese Ich-Erzähler auch sehr witzig, übrigens aber eben auch etwas besorgt, über die eigene Vergesslichkeit nachdenkt. Und naja, also es geht in dieser Klinik, in dieser Zeitklinik, die in Zürich gegründet wird, tatsächlich um Demenzkranke, um Alzheimerkranke und so weiter. Eine Krankheit, die ja relativ verbreitet ist und insofern kann man auch als Individuum durchaus mit Sorge darüber nachdenken, wie wird das eigene Alter sein. Госпожа свързва с последните 70 страници на книгата, която става дума за собственото забравяне на писателя. Да.
и клиниките в Цюрих, които описвате в романа, също показват на читателя колко е опасна тази това заболяване. Накрая всъщност няма да издавам края, но става ясно, че и самия разказвач всъщност се страда или се върви нататък към забрава, към Алцхаймер. Ich werde das Ende nicht vorwegnehmen, aber am Ende des Romanes geht es darum, dass der Erzähler möglicherweise selbst zu vergessen droht. Так, когато след вечерта давам автографи, имайте едно на ум, като ви питам как се казвате. Wenn ich am Ende Autogramme verteile, denken Sie sich etwas dabei, wenn ich Sie wieder nach Ihrem Namen frage. Haben Sie das, halten Sie das im Hinterkopf? Genau. Im Buch kommt nämlich vor, dass sich da eben der Ich-Erzähler, der Schriftsteller ist, tatsächlich nicht mehr an den Namen seiner Ex-Frau erinnert, als er ihr ein Autogramm geben müsste und wahnsinnig trickreich überlegt, wie er die Situation meistern soll. Тук нямам между вас бивша жена, но, но имам много приятели, които... Ja, vielleicht zum Schauplatz Zürich. Du hast diesen Roman eigentlich hier angefangen zu schreiben oder sogar den Gesamtentwurf hier gemacht, ja? Dieser Postentuk der Pische Romana in Paravi Draft auf Zürich. Да, работех всеки ден, за първи път ми се случва, всеки ден сутрин от 8 до към 2-3 часа след обед. И това беше много, така, много хубав маратон. Ich habe jeden Tag gearbeitet von 8 bis ca. 14 Uhr und es war eine sehr angenehme Zeit, wie ein Marathon. Живеех близо до къщата на Макс Фриш и там има една голяма клиника, която признавам, че някак си представях нея, тя е прототипа, докато пишех. Мисля, че улицата се казваше Зоненштрасе, а при мен Хелиоштрасе. Надявам се да нямам проблеми с клиниката. Ich habe in dieser Zeit in der Nähe vom Haus von Max Frisch gelebt. Und dort in der Nähe gab es auch eine große Klinik, die ich mir auch vorgestellt habe als Klinik für meinen Roman. Und die Straße hieß, meine ich, Sonnenstraße und in meinem Roman heißt sie Heliostraße. Zürich kommt nicht ganz so gut weg. Das heißt, wie man es nimmt. Es heißt, das ist eine Stadt, die gut zum Leben ist und noch besser zum Sterben. Ще малко критичен спрямо Цюрих или зависи от това каква е гледната точка. Казвате, Цюрих е хубав град за живеене, но още по-добре за умиране. Да, не, всъщност... Не знам какво да кажа. Цюрих е много, да, много сложен град. Цюрих е една шпирига град. Но идеален за писане. Идеален съм шрайбен. Понеже съм... В Нью-Йорк не можеш да пишеш. В Нью-Йорк ама не шрайбен. И особено лук се, особено лук се човек да може да скучае. Се са ен besondere Art des Luxus, wenn man sich langweilen darf. И това е много важен лук за писателя. Und für einen Schriftsteller ist es ein besonders großer Luxus. Аз се опитвах този роман да го започна в Нью-Йорк, в Нью-Йоркската библиотека, ами не стана. Ich habe auch schon versucht, den Roman in der New Yorker Bibliothek zu schreiben, aber es hat nicht funktioniert. Освен това, тук някакси като по чудо, не е случайно, разбира се, знаете, че в Швейцария има поне, имаме Айнштайн, имаме и Вълшебната планина. И двете неща се занимават с времето. Zürich ist auch deswegen besonders, weil wir auf der einen Seite Einstein haben, auf der anderen Seite den Zauberberg, beides Dinge, die sich mit der Zeit beschäftigen. Явно има нещо във времето тук, което те кара да бърникаш там, да го... Offenbar, дума, не знам как се offenbar gibt es etwas in dieser Stadt, was einen dazu verleitet, da влизаш механизмом. In den Mechanismus der Zeit hinein... zu stechen, ja.
Danke. Освен това, тук ми се случи още една среща, като сигурно ще чуем след малко в текста, която също влезе в романа. Тоест някакви неща се случваха докато пише романа и те ставаха част от романа. И това е, за писателя това е много хубаво, хубава случайност. Außerdem hatte ich auch eine besondere Begegnung, von der wir vielleicht auch gleich noch etwas hören werden, die ist eingeflossen in diesen Roman. Und mir sind hier viele Dinge einfach passiert und die sind dann auch in den Roman eingeflossen. Das war eigentlich auch Teil meiner Frage, dass Schauplätze irgendwie ihren Weg suchen, wie das Wasser in einen Roman, und dass es hier sehr gut gepasst hat, offensichtlich Zürich und die Idee dieser speziellen Klinik, ne, die entwirft. Das hat irgendwie, glaube ich, wirklich sehr gut funktioniert. Ja. Das ist die Erfahrung, die Schriftsteller eigentlich immer machen. Aber ich glaube, es wäre jetzt der Moment, dass wir uns jetzt einen ersten Textblock anhören, wo das alles dann sehr viel deutlicher noch wird. Ich werde ein paar Worte auf Bulgarisch lesen. Von der Голата. Няколко години по-рано ще стоя в един град, където не е имало 1939-та. Град, който е добър за живеене и още по-добър за умиране. Спокоен като гробище град. Не скучаеш ли, питат ме по телефона. Скуката е емблемата на този град. В него са скучали Канети, Джойс, Дюренмат, Фриш, че и Томас Ман. Някак си е неудобно да си мериш скуката с тях. Не скучая, казвам. Кой съм аз, че да скучая? Макар че тайно ми се иска да опитам от лукса на скуката. Einige Jahre früher werde ich mich in einer Stadt aufhalten, wo es kein 1939 gegeben hat. Eine Stadt, die gut zum Leben ist und noch besser zum Sterben. Eine Stadt so ruhig wie ein Friedhof. Ist dir nicht langweilig, fragt man mich am Telefon. Die Langeweile ist das Emblem dieser Stadt. In ihr haben Canetti, Joyce, Dürrenmatt, Frisch und sogar Thomas Mann sich gelangweilt. Es ist irgendwie unangenehm, seine Langeweile mit der ihren zu messen. Mir ist nicht langweilig, sage ich. Wer bin ich, dass mir langweilig wäre? Obwohl ich heimlich Lust hätte, vom Luxus der Langeweile zu kosten. Es war einige Zeit vergangen, seit ich die Spur Gaustins in Wien verloren hatte. Ich wartete darauf, irgendwoher ein Zeichen von ihm zu erhalten. Ich sah die Seiten der abwegigsten Zeitungen durch, aber offensichtlich war er vorsichtiger geworden. Eines Tages bekam ich eine offene Karte, ohne Namen und Rücksendeadresse. Grüße aus Zürich. Ich habe mir etwas ausgedacht. Wenn es klappt, werde ich schreiben. Das konnte nur Gaustin sein. Die folgenden Monate schrieb er nicht, aber ich beeilte mich, eine Einladung für einen kurzen Aufenthalt im dortigen Literaturhaus anzunehmen. Und so hatte ich fast einen Monat hier. Ich ging durch die leeren Straßen am Sonntag, erfreute mich an der Sonne, die sich auf dem Hügel länger hielt. Und bei Sonnenuntergang konnte man sehen, wie weit weg am Ende der Landschaft die Farbe der Alpengipfel zu einem kühlen Violett wechselte. Ich begriff, warum am Ende alle hierher kamen. Zürich ist eine gute Stadt zum Altwerden und auch zum Sterben. Falls es eine europäische Geografie des Alters gibt, dann sollte sie folgendermaßen verteilt sein. Paris, Berlin und Amsterdam für die Jugend mit ihrer ganzen Ungezwungenheit, dem Geruch nach Joints, dem Trinken von Bier im Mauerpark und dem Herumliegen auf seiner Wiese, die sonntäglichen Flohmärkte, die Frivolität des Sexes. Danach kommt die Reife von Wien und Brüssel. Eine Verlangsamung des Tempos, die Bequemlichkeit, die Straßenbahnen, die funktionierenden Krankenkassen, die Schulen für die Kinder, ein wenig Karriere, Eurobeamtentum. Na gut, für die, die noch nicht alt werden wollen, Rom, Barcelona, Madrid. Das gute Essen und die warmen Nachmittage werden den Verkehr, den Lärm und das leichte Chaos kompensieren. Zur späten Jugend würde ich auch New York hinzufügen. Ja, ich zähle es zu den europäischen Städten, die aufgrund eines Zusammentreffens der Umstände auf die andere Seite des Ozeans verlegt wurde. Zürich ist eine Stadt zum Altwerden
Die Welt hat sich verlangsamt, der Fluss des Lebens hat sich in einem See verborgen, langsam, ruhig an der Oberfläche. Der Luxus der Langeweile und Sonne auf dem Hügel für die alten Knochen. Die Zeit in ihrer ganzen Relativität. Es ist überhaupt kein Zufall, dass zwei Entdeckungen des 20. Jahrhunderts, die just mit der Zeit zu tun haben, genau hier gemacht wurden, in der Schweiz. Einsteins Relativitätstheorie und der Zauberberg von Thomas Mann. Ich war nicht gekommen, um in Zürich zu sterben, noch nicht. Ich ging durch die Straßen, brauchte diese Pause, versuchte einen Roman abzuschließen, der als Rumpf ohne Gliedmaßen im Stich gelassen vor sich hin blutete. Und ich hoffte darauf, Gaustin zu treffen. Einfach so, in der kleinen Seilbahn auf den Zürichberg hinauf oder auf einer Parkbank auf dem Friedhof Fluntern sitzend, neben der Statue am Grab von Joyce. Ich verbrachte einige Nachmittage dort, beim rauchenden Joyce, ein Bein übergeschlagen, mit einem kleinen, aufgeschlagenen Büchlein in der rechten Hand, den Blick vom Buch abgewandt, um den Sätzen Zeit zu geben, sich mit dem Rauch der Zigarette zu vermischen. Die Augen hinter den Brillengläsern leicht zusammengekniffen, als würde er jeden Moment den Kopf heben und unvermittelt etwas zu dir sagen. Für mich ist das einer der lebendigsten Grabsteine, die ich je gesehen habe. Ich habe die Friedhöfe der Welt bereist, wie jeder zu Tode vor dem Tod und dem Sterben Erschrockene. Wovor habe ich eigentlich mehr Angst? Vor dem Tod oder vor dem Sterben? Der die Höhle seiner Angst sehen möchte, sich davon überzeugen, dass dieser Ort ruhig ist, leise, dass er tatsächlich für Menschen gemacht ist, zur Erholung, gleichsam ein Ort, um sich zu gewöhnen, obwohl es kein Gewöhnen gibt. Es ist nicht seltsam, sagte Gaustin einmal zu mir, es sterben immer die anderen und wir selbst nie. Und so traf ich Gaustin nicht, weder auf dem Friedhof noch in der Seilbahn auf den Zürichberg. Mein Aufenthalt neigte sich dem Ende zu. Ich hatte mich mit einer Bulgarin im Café am Römerhof in die Sonne gesetzt und wir plauderten unbehelligt, indem wir die Vorteile einer kleinen Sprache nutzten, die Gelassenheit, dass dich niemand verstehen wird, während du über alles herziehst. Wir kommentierten mutig drauf los, von den Besuchern des Cafés über irgendwelche Schweizer Merkwürdigkeiten bis hin zur ewigen Schwermut und zu den Unbilden Bulgare zu sein. Ein Thema geeignet, jede peinliche Pause im Gespräch auszufüllen. Für den Bulgaren ist das sich beklagen wie das Aufgreifen des Wetters für den Briten immer angebracht. Und in diesem Moment drehte sich ein würdevoller, schön gealterter Herr, der einen Schluck von seinem Kaffee nahm, zu uns um und sagte mit der sanftesten bulgarischen Stimme, sanft und bulgarisch reimen sich für gewöhnlich nicht, verzeihen Sie, dass ich Sie aus nächster Nähe belausche, aber wenn ich schönes Bulgarisch höre, kann ich meine Ohren nicht ausschalten. Es gibt Stimmen, die sofort eine Geschichte erzählen. Es war die Stimme eines Emigranten aus der alten Emigration. Bewundernswert ist, wie sie ihr Bulgarisch ohne Akzent bewahren. Nur an ein paar wenigen Stellen waren manche Vokale in den 50ern oder 60ern der Sprache hängen geblieben, dass sie eine leichte Patina verlieh. Unsere Verlegenheit, als auf frischer Tat ertappte, verflog schnell. Immerhin hatten wir nichts über den Herrn gesagt. Und es begann jenes Gespräch zwischen Landsleuten, die sich zufällig getroffen haben. Meine Rolle war eher die des Ohrs. Es verging eine Stunde, aber was ist eine Stunde für Jahre der Abwesenheit? Unsere Dame entschuldigte sich und brach auf. Wir setzten uns an einen Tisch. Haben Sie ein wenig Geduld? Ich will nur diese Geschichte fertig erzählen und dann können wir gehen. Ich hatte sie, versteht sich. Als das Gespräch begann, war die Sonne in den Vitrinen des Cafés in der Uhr eingedöst, die 3 Uhr nachmittags anzeigte. Dann wurden die Schatten der Tassen länger, auch unsere Schatten. Die Kühle der Dämmerung näherte sich. Aber ohne sich zu beeilen, gab sie uns gnädig Zeit für die Beendigung einer Geschichte, die länger als 50 Jahre dauerte. Das Gespräch ging dann zu anderen Themen über. Die Dunkelheit hatte sich bereits herabgesenkt. Mein Gesprächspartner erschrak. Er hätte seine Frau anrufen sollen. Und dann, als wir uns an der Tür verabschiedeten, sagte er plötzlich, wissen Sie, es gibt hier einen Landsmann von uns, mit dem ich mich angefreundet habe.
Auch er hat, wie Sie, ein Ohr für vergangene Dinge. Ich unterstütze ihn. Er hat da etwas angefangen, eine kleine Klinik für Vergangenheit, nennt er sie. Gastin? Rief ich fast aus. Sie kennen ihn? Entgegnete Herr S., ehrlich überrascht. Niemand kennt ihn, sagte ich. So hatte Gaustin diesmal beschlossen, sich bei mir zu melden durch eine zufällige Begegnung mit Herrn S., einem Emigranten aus Bulgarien, im Café Römerhof, Zürich, an einem späten Nachmittag. Am nächsten Tag war ich schon morgens in der Heliosstraße. Herr S. hatte mir die Adresse gegeben. Ich fand das pfirsichfarbene Gebäude am nördlichen Ufer des Sees, etwas abseits von den anderen Häusern auf dem Hügel. Es war massiv und hell zugleich, 4 Stockwerke hoch mit einem 5., dem Dachgeschoss, eine große Gemeinschaftsterrasse im 2. Stock und kleinere Balkone auf den anderen Etagen. Alle Fenster blickten nach Südost, das die Nachmittage unendlich werden ließ und die letzten bläulichen Reflexionen nisteten in ihnen. Die hellblauen Holzflügel der Dachfenster standen in weichem Kontrast zu den pfirsichfarbenen Wänden. Die ganze Wiese davor war mit Vergissmeinnicht übersät. Hier und da brachen Pfingstrosen und große rote Mohnblumen hervor, aber die kleinen Vergissmeinnicht schimmerten blau inmitten des Schweizer Grüns des Grases. Ich bin mir sicher, dass es ein Schweizer Grün gibt. Und ich frage mich, wie es sein kann, dass es noch keiner patentiert hat. Ob es als Scherz gemeint war, Vergissmeinnicht vor einem gerontopsychiatrischen Zentrum zu pflanzen? Ich stieg bis in den letzten Stock hinauf, wo sich die Klinik von Gaustin befand, deren Miete für einige Jahre im Voraus von Herrn S. bezahlt worden war. Ich drückte auf den Klingelknopf und Gaustin selbst, im Rollkragenpulli und mit großer runder Brille, öffnete mir die Tür. »Warst du das letzte Mal nicht nach New York im Jahre 1939 aufgebrochen?« warf ich scheinbar lässig ein. »Wann bist du zurückgekommen?« »Nach dem Krieg«, entgegnete er unerschütterlich. »Und was machen wir jetzt?« »Zimmer in verschiedenen Zeiten, fürs Erste.« »Zimmer für Vergangenheit?« »Das klingt wie ein Titel.« »Ja, Zimmer für Vergangenheit oder Klinik für Vergangenheit oder eine Stadt.« »Bleibst du?« Ich war soeben geschieden worden und wollte probieren, vom Ausdenken von Geschichten zu leben. Ich stand auf die 60er, ich tauchte leicht in jede Vergangenheit ein. Natürlich hatte ich Lieblingsjahre. Nichts hinderte mich daran, ein wenig zu bleiben, einige Monate, nicht mehr. Ich erinnerte mich an Hans Castorp und seine Absicht, nur 3 Wochen auf dem Zauberberg zu bleiben. Gaustin bewohnte eine der 3 Wohnungen auf der obersten Etage. Der kleinste Raum neben der Eingangstür, das Dienstbotenzimmer, wie er es nannte, und sehr wahrscheinlich war es früher genau als solches verwendet worden, war jetzt sein Büro. Die übrigen 3 Zimmer der Wohnung, wie auch der Korridor, waren in einer anderen Zeit. Du öffnest die Tür und gerätst sofort ins 20. Jahrhundert, in die Mitte der 60er. Eine Diele mit Garderobenständer, dunkelgrün, Kunstleder mit Rautenmuster. Wir hatten so einen zu Hause. Ich muss sagen, dass ich mich, obwohl ich Ende der 60er geboren bin, deutlich an sie erinnere, von Anfang bis Ende. Und sie sind Teil meiner bulgarischen Kindheit. Nicht aus irgendwelchen mystischen Gründen, auch wenn ich weiterhin glaube, dass Erinnerungen in direkter Linie vererbt werden. Die Erinnerungen deiner Eltern werden zu deinen eigenen. Der Grund, sie im Kopf zu haben, ist ganz trivial. Die 60er, wie auch alles andere bei uns, verspäteten sich und kamen erst 10 Jahre später nach Bulgarien, höchstwahrscheinlich in den 70ern. Danke. Vielen Dank, Thomas Saarbacher. Ich würde gerne wissen, was es mit diesem Gaustin auf sich hat. Er kommt ja immer wieder vor, in mehreren deiner Bücher, auch in Physik der Schwermut. Jetzt hier ist er sehr prominent. Ist das eine, wie ich gesagt habe, das ist meine Vermutung, eine Art alter Ego, ein besseres Ich des Erzählers? Ist er ein Rivale oder ist es eine Mahnung oder ist er schlicht eine Erfindung des Autors, wie es am Schluss heißt?
eine Erfindung von, ich sage mal, Georgi Gospodinow, um literarische Polyphonie zu erreichen, wie Bachtin gesagt hätte, damit es diese Stimmenvielfalt gibt. Я искала да знам какво, кой е всъщност Галустин. Той и в други твои романи, и в физика на тъгата. И бих искала да знам кой е той всъщност, евентуално алтер его или съпротивник, или измислен от писателя, или е просто метод, за да се достигне полифония. И аз бих искал да знам. Той се появи преди много години, всъщност в едно стихотворение. Er kam vor einigen, vor vielen Jahren in einem Gedicht zum ersten Mal. Бях написал три реда от едно стихотворение, които звучаха много странно, не като мои, и не можах да ги довърша и реших да ги припиша на Галстин от 13 век. Ich hatte drei Zeilen eines Gedichts geschrieben und das, die klangen so fremd, die klangen gar nicht nach mir. Also entschied ich mich, sie einem Gaustin aus dem 13. Jahrhundert zuzuschreiben. И след това го включих в няколко истории. После се появи един човек, който на моя възраст, който ми продаде цигари Томасян от 1937 година. Es kam ein Mann, der mir Zigaretten aus, Entschuldigung, Thomasian? Thomasian, der Markt. Eine Marke Thomasian von 1937 verkaufte. И това момче, този човек, той живееше изцяло сякаш в 30-те години. Und dieser junge Mann, er lebte scheinbar komplett in den 1930ern. Аз бях пушач по това време и продължих да си купувам цигари от 37, 38, 39, 40, 41 година. Коя година, да живее ден по ден в миналото, в една година, да речем 37. Und dann dachte ich, was wäre eigentlich, wenn jemand aus der jetzigen Zeit sich überlegen würde, komplett in, also jeden Tag, Tag für Tag in einem konkreten Jahr zu leben, zum Beispiel 1937. Да чете вестниците от това време, да се вълнува какво се е случило тогава. Die Zeitungen von damals zu lesen, sich dafür zu begeistern, was damals passiert ist. И нарекох този герой отново Галстин. Und diesen Helden nannte ich wieder Galstin. Казано накратко, Галстин е онова, което не ни се е случило и което много бихме искали да ни се случи. Kurz gesagt, Galstin ist das, was uns nicht geschehen ist und das, was wir uns wünschen würden, dass es uns passiert. Аз мисля, че нещата, които не са ни се случили, са също толкова важни, да не кажа понякога по-важни, от това, което се е случило. Ich denke, manchmal sind die Dinge, die uns nicht geschehen sind, genauso wichtig, wenn nicht sogar wichtiger als die Dinge, die uns passiert sind. Тоест, Галстин е този, който има неограничено време и неограничени тела. Somit ist Galstin derjenige, der eine uneingeschränkte Zeit und uneingeschränkte Körper hat. И този, който може да сменя вековете, както ние сменяме влакове, както се прекачваме от един влак на друг. Und der die Jahrhunderte wechseln kann, wie wir Züge wechseln. Wir steigen aus dem einen aus und springen in den nächsten. Но в книгата Галстин в един момент започва да прекалява и твърди, че той измислил мен. Aber in dem Buch fängt Galstin auch irgendwann an zu übertreiben und behauptet, er hätte mich erfunden. Аз твърдя пък, че съм го измислил, за да ме наеме на работа и да вършим това с клиниката за минало, което винаги ми се е искало да правя, в интерес на истината. Und ich behaupte, dass er mich erfunden hat, damit wir die Klinik gründen, was ich schon, eigentlich schon immer machen wollte. Така че не е ясно кой кого е измислил. Entschuldigung.
Не е ясно кой кого измислил. Somit ist es nicht klar, wer wen erfunden hat. Wunderbar. Es funktioniert jedenfalls im Buch ganz wunderbar. Ja. Zu diesem schon erwähnten Virus oder dieser Epidemie der Vergangenheit, die wird ja dann noch ausgedehnt auf ganze Länder, auf ganze Nationen. Und da ist ja auch viel Kritik bei dir zu spüren, besonders in Bezug auf Bulgarien, dass nämlich der Nationalismus, der Rechtskonservatismus, der rechte Populismus, dass genau diese Strömungen eine stark regressive Tendenz haben. Und es kommt im Buch an einer Stelle, und das ist ganz großartig beschrieben, eben zu einem solchen Reenactment. Es werden zwei Parteien gegeneinander, die antreten gegeneinander, eben eine nationalkonservative und eine sozialdemokratische. Und die nationalkonservative inszeniert in einer Art Reenactment eben dieses ganze Vergangenheitspathos mit Kostümen, mit Musik und so weiter. Und man merkt, wie sehr sich der Autor hier auch mokiert über diese Tendenzen, die es ja in Wirklichkeit auch gibt, und wie er diese ganzen beiden Inszenierungen verfolgt in Sofia. Das sind sehr anschauliche Stellen. Entschuldigung für die Länge der Frage. Es heißt, книгата говорите за това, че вируса на миналото и пандемията заема все повече и повече място и човек може да чуе вашата критика за това, че в България това води до засилване на национализъм, на популизъм с регресивни тенденции и има едно много особено място, което харесва мястото, което, където двете партии инсценират техните срещи. И човек чува, че тази, че вие критикувате тази тенденция, която я има де-факто в България. И всъщност това беше една от причините наистина да започна този роман и да искам да го напиша на време. Das war auch einer der Gründe, warum ich diesen Roman schreiben wollte, auch gerade in dieser Zeit. Това беше точно усещането за този прилив на минало, за този потоп на минало, за тази пандемия на минало, която се появява. Es war gerade dieses Gefühl an einem Überfluss, Übermaß an Vergangenheit, die auf einmal auf uns zukam. Аз можех да наблюдавам България, но тя не е само в България. Ich konnte es in Bulgarien beobachten, aber es ist nicht nur in Bulgarien. И поне според мен това много силно започна да се усеща след 2016 година. Nach meinem Gefühl fängt man insbesondere ab 2016 an dieses sehr starke Gefühl zu haben. Разбира се, свързано и с избора на Тръмп, с Брекзит, с други политически явления, с възхода на популизма. Mit vielen politischen Erscheinungen, die Wahl von Trump, dem Brexit und anderen populistischen Erscheinungen. Така че струваше ми се, че сега е момента всичко това да се покаже в неговия кич, защото национализма е кич. Deswegen dachte ich, es ist jetzt genau der richtige Moment, um den Kitsch dieses Nationalismus zu zeigen, denn Nationalismus ist Kitsch. Просто нещата се развиха по-бързо, отколкото аз очаквах. Аз очаквах, че всичко това е една картина за след 10 години. Es ist einfach so, dass sich alles viel schneller entwickelt, als ich gedacht habe. Ich dachte, das kommt alles erst in 10 Jahren. Има една сцена на митинга, понеже в България гласуването, референдума за щастливо минало се обърква леко и има две партии с равни гласове. Едните са носталгиците по социализма, а другите са носталгиците по едно патриотично, националистическо минало 19 век, съчинено малко. Es gibt eine Stelle im Roman, da geht es auch um das Referendum, das in Bulgarien durchgeführt wird. Und das ist in Bulgarien etwas seltsam verlaufen, weil es war dann eine zweigeteilte, zwei Gruppierungen entstanden. Einmal die Nostalgiker für den Sozialismus und die Nostalgiker für den Nationalismus. Da има една сцена на митинга националистите над Борисовата градина.
където лети едно огромно знаме българско, носено от дронове. Знамето е голямо, точно колкото е голяма Борисовата градина. Знаме за рекордите на Гинес. Die Nationalisten treffen sich an einer Stelle im Buch im Borisow-Garten und über ihnen in der gesamten Fläche des Borisow-Gartens fliegt eine bulgarische Flagge von 100 Drohnen gehalten, eine Flagge für das Guinness-Buch der Rekorde. И долу са облечените хора в потури, с пушки, кремаклийки и така нататък. Unten stehen dann die Menschen in nationalen Trachten. Които правят възстановка на едно въстание, на априлското въстание. Die den Aprilaufstand wieder auferleben lassen. И дроновете изпускат знамето и това знаме започва да пада бавно над градината и да затиска, да задушава тези, които са вдолу. Und die Drohnen lassen die Flagge fallen und sie fällt dann auf diese Menschenmasse unter ihnen und fängt langsam an, sie zu erdrücken, zu ersticken. И това ми се струва интересна метафора за това какво всъщност, как можем да се задушим под собствените си знамена. Und das ist für mich eine wunderbare Metapher dafür, wie man ersticken kann unter den eigenen Flaggen. И защо започна ли да става твърде често дума за знамена при един народ, нещата не вървят на добре. Insgesamt kann man sagen, fängt dein Volk an, zu sehr über Flaggen zu sprechen, dann geht es in keine gute Richtung. Mir ist aufgefallen, dass genau diese bulgarischen Kapitel quasi, dass die so besonders anschaulich sind und auch in einer Weise satirisch, weil man merkt, dass du diese Situation am allerbesten kennst, nicht? Das Buch hat ja sonst eine etwas künstliche Anlage, also sich sowas auszudenken, diese Kliniken und so weiter, das ist ein Gedankenspiel, das du durchziehst, aber die Anschaulichkeit kommt eben in einigen Passagen und ich finde, die sind sehr stark, eben die bulgarischen Passagen, wo mir das aufgefallen ist. Ich wollte nur fragen, ob du mir da recht gibst oder ob ich mich allenfalls täusche in dieser Annahme. Книгата общо взето сравнително артистично написана, измислена геданкеншпил, игра на мисли, но имам впечатлението, че пасажите, които са за България, че те са още по-живи, още по-директни, може би защото ти си там на място и ги приемаш още по-близо. Е, да, те са по-болезни, разбира се. Schmerzhafter, diese Passagen. В един момент героя казва, имаше две Българии и нито една от тях не беше моята. In einer Stelle sagt der Held, es gab zwei Bulgarien und keins davon war meins. Genau. Ja, ich finde es übrigens sehr bemerkenswert, wie der Roman, der eigentlich liegt ihm eine relativ abstrakte Idee zugrunde, aber wie er durchgehalten wird. War das nicht sehr anstrengend, dieses Buch zu schreiben? Imam чувството, че книгата е с една много абстрактна идея, но тя е много стрингентно запазена от начало до край. Беше ли особено трудно да се пише този роман? И да, и не. Ja und nein. Трудно, както казах, написал го сравнително бързо за престоя си тук. Wie ich gesagt habe, ich habe das Buch sehr schnell geschrieben während meines Aufenthalts hier. Но от друга страна имаше много работа предварителна и след това, особено върху втората част на романа, където трябва държавите да направят своя референдум за щастливо десетилетие. Това наистина беше много, много четене, проучване, статистика, история, разговори с хора. Gab aber auch sehr viel Arbeit vorher und nachher, insbesondere in dem zweiten Teil, wo es die Vergangenheitsreferenten geht. Es gab sehr viel Recherche zur Geschichte, zur aktuellen Politik, Gespräche mit Menschen. Не е лесно да уловиш, например, което исках, носталгията на датчаните или на шведите, по кое десетилетие от 20 век те биха си избрали. Es ist gar nicht so leicht herauszufinden, was die Nostalgie der Dänen oder der Schweden ist. Welches Jahrzehnt würden sie als das Beste für sich wählen? Защото носталгията не се дефинира само от
икономически, политически и други причини. Човек не избира само заради по-добрия доход. Insbesondere weil die Nostalgie sich nicht auf ökonomische oder politische Aspekte bezieht. Man bevorzugt eine Zeit nicht wegen des eigenen Einkommens, sondern es sind sehr viele emotionale Aspekte. Важно е кога човек е бил млад, защото всеки, гласувайки за щастлив период на държавата си, гласува и за собствената си младост. Es ist sehr wichtig, in welcher Zeit man selbst jung war, weil in diese Zeit wählt man dann als die glücklichste. И това е голям проблем, когато се смесва носталгията по младостта с носталгията по режима. Und das ist das große Problem, wenn sich die Nostalgie der eigenen Jugend mit der Nostalgie des Regimes verknüpft. Това, че се върнеш в 70-те години, не значи, че си на 23. Dass man in die 70er zurückkehrt, heißt nicht, dass man wieder 23 sein wird. Das war die größte Arbeit an diesem Roman. Швейцария има особено място в този избор на минало, така че там вие ще кажете после дали съм познал. Die Schweiz hat eine besondere Stelle bei ihrer Wahl und ich bin gespannt, ob Sie das genauso sehen. Но беше трудна книга за мен в този смисъл, че, както казах, аз наистина обичам миналото. Миналото е пълно с истории. На мен бъдещето много не ми се подскача на Марс. Това не ме е... Илон Мъск не ме вдъхнува. Es war für mich ein wirklich schwieriges Buch, weil ich bin wirklich ein Fan der Vergangenheit und die Zukunft reizt mich gar nicht so sehr. Ich möchte nicht zum Mars hüpfen und Elon Musk interessiert mich auch nicht. И в този смисъл книгата е по-скоро за това как да се отнасяме с миналото. Аз не искам да давам миналото на някаква лесна и такава пластмасова интерпретация, възстановка. Миналото не е за възстановки, то е за друг тип преживяване. Die Hauptfrage ist, wie gehen wir mit der Vergangenheit um? Weil man kann sie nicht einfach plastisch wiederherstellen. Така че в някаква степен книгата е носталгична, но по друг смисъл. In diesem Sinne ist das Buch schon nostalgisch, einfach in einem anderen Sinne. Ja, hören wir uns den zweiten Leseteil an, bitte. Wir sind immer noch in der vorerwähnten Wohnung von Gaustin. Das Wohnzimmer war geräumig und hell. Der Philodendron in der Ecke am Fenster und das Schilf in der hohen Keramikvase vor der Fototapete versetzten mich erneut zurück in das Jahrzehnt. Ich kann mich erinnern, wie wir mit einem biergetränkten Lappen den Staub von den Blättern des Philodendrons, was für ein Name, und des Ficus wischten. Jemand hatte es empfohlen und alle Wohnzimmer stanken nach Bier. Aber die Fototapete war die wahre Offenbarung und der aufrichtige Kitsch. Dank eines anderen Lastwagenfahrers, einem Freund meines Vaters, hatten sogar wir eine Fototapete ergattert. Ein Herbstwald mit zwischen den Bäumen hervorblitzender Sonne. Mein Mitschüler hatte an der Wand einen Strand auf Hawaii mit einem jungen Mädchen im Vordergrund. Dieser hier ähnelte eher seiner, ein unendlicher Strand und ein Sonnenuntergang über dem Ozean. Was sonst sollte man sich in der Schweiz als Fototapete an die Wand kleben? Jedenfalls nicht das Matterhorn und die Alpen. Und da ist ja auch die kleine quadratische Kiste des Fernsehers, der verlegen auf vier langen Beinen steht. Es ist der gleiche. Opera? Sah ich überrascht zu Gaustin hinüber? Nein, Philips, antwortete er. Rate mal, wer von wem geklaut hat. Und tatsächlich, die Form und alles andere waren 1:1. Die Abteilung Technikspionage der Volksrepublik hatte nicht geschlafen. Aber da, diese Tulpenstühle, wer weiß warum, haben die unsrigen nicht geklaut. Ich habe sie nur in Filmen gesehen und in jenem Katalog von Neckermann. Glatte Linien, kosmisch, aerodynamisch, in sattem Rot, auf einem Stützfuß, eher Stängel. Natürlich hatte ich sofort Lust, mich hineinzusetzen.
So wie ich Lust hatte, mir eine mit Staniolpapier umwickelte Praline aus der Schüssel auf dem Tisch zu nehmen. Ich streckte die Hand aus, hielt jedoch inne. Von wann sind die Pralinen eigentlich? Sie sind frisch, aus den 60ern, lächelte Gaustin. Hat die Vergangenheit ein Mindesthaltbarkeitsdatum? Das Wohnzimmer war riesig, eine Schiebetür trennte den östlichen Teil in etwas wie ein Büro und eine Bibliothek ab. Auf einem hohen Tischchen stand eine kleine rote Schreibmaschine, ein Hermes-Baby von Olivetti mit einem in die Walze eingezogenen Blatt Papier. Plötzlich hatte ich durch meine Finger Lust, etwas zu tippen, den Widerstand der Tasten zu spüren, die kleine Glocke am Ende der Zeile zu hören und mit dem kleinen Metallhebel auf die nächste Zeile zu springen. Ein Wunsch aus der Zeit, als das Schreiben noch körperliche Anstrengung bedeutete. Das Büro ist mein verrückter Einfall, gestand Gaustin. Ich wollte schon immer ein eigenes Zimmer haben, ein kleines Büro mit Büchern und so einer Schreibmaschine. Es ist nicht ganz im Stil der 60er. Damals bewahrten sie ihre Bücher überall auf dem Boden, wo es ihnen gerade einfiel. Aber ich muss dir sagen, dass die Schreibmaschine großen Erfolg hat. Alle freuen sich über sie, spannen Blätter ein, hauen mit den Fingern auf die Tasten. Was schreiben sie? Am häufigsten ihren Namen. Der Mensch sieht seinen Namen gern gedruckt. Natürlich die in einer früheren Phase der Erkrankung sind. Die anderen hauen einfach in die Tasten. Ich erinnere mich, dass ich als Kind genau das auf der Schreibmaschine meiner Mutter machte. Es entstand ein sonderbarer Text. Womöglich ein Code, den wir nie entziffern werden. Warum ausgerechnet in der Schweiz? Fragte ich Gaustin, während wir im Wohnzimmer der 60er saßen. Nimm an, dass es aus Sentimentalität für den Zauberberg ist. Ich habe es auch anderswo versucht, aber hier fand sich jemand, der an mich glaubte und Geld investierte. Hier gibt es genügend Menschen, die bereit sind zu bezahlen, um glücklich zu sterben. Es ist erstaunlich, wie zynisch Gaustin manchmal sein konnte. Bleiben wir bei der Sentimentalität für den Zauberberg, sagte ich. Die Wahrheit ist, dass die Schweiz das ideale Land ist, dachte ich mir, wegen des Nullpunkts der Zeit. Ein Land ohne Zeit kann am einfachsten mit allen möglichen Zeiten besiedelt werden. Es war ihr gelungen, sich einschließlich des 20. Jahrhunderts hindurchzuzwängen, ohne besondere Narben, die dich sonst immer in bestimmten Jahren halten werden. Es gibt viel Arbeit, sagte Gaustin, wobei er die Gläser seiner runden Brille putzte. Hier siehst du die 60er einer Mittelklasse. Die Vergangenheit ist teuer und vorerst können sie sich noch nicht alle leisten. Aber dir ist klar, dass nicht jede Vergangenheit und Jugend so gewesen sind. Wir brauchen die 60er der Arbeiter, die Studentenbuden, auch die 60er derer, die in Osteuropa gelebt haben, unsere 60er. Eines Tages, wenn die Sache Fahrt aufgenommen hat, fuhr Gaustin fort, werden wir solche Kliniken in verschiedenen Ländern aufmachen. Die Vergangenheit ist auch eine lokale Angelegenheit. Überall wird es Häuser aus anderen Jahren geben, kleine Viertel. Eines Tages werden wir auch Städtchen haben, vielleicht auch einen ganzen Staat der Vergangenheit. Für Patienten mit schwindendem Gedächtnis, Alzheimer, Formen von Demenz, was du willst. Für all jene, die bereits einzig in der Gegenwart ihrer eigenen Vergangenheit leben. Und für uns, sagte er am Ende nach einer kleinen Pause, wobei er einen langen Rauchfaden ausblies. Dieser Strom von Menschen ohne Gedächtnis heute ist alles andere als ein Zufall. Sie sind hier, um uns etwas zu sagen. Und glaub mir, eines Tages in naher Zukunft werden viele beginnen, allein in die Vergangenheit hinabzusteigen, aus freiem Willen ihr Gedächtnis zu verlieren. Es kommt eine Zeit, in der immer mehr von ihnen sich in ihrer Höhle verstecken werden wollen, zurückkehren werden wollen und nicht, weil es ihnen so gut geht übrigens. Wir müssen bereit sein mit den Luftschutzräumen der Vergangenheit. Wenn, nenn sie wie du willst, Zeitschutzräume. Und so machten Gaustin und ich die erste Klinik für Vergangenheit auf. Eigentlich machte er sie auf, ich war nur der Helfer, der Sammler von Vergangenheit. Es war nicht leicht. Du kannst nicht einfach zu jemandem sagen, bitteschön, das ist deine Vergangenheit von 1965.
Du musst seine Geschichten kennen. Und wenn du ihrer nicht mehr habhaft werden kannst, musst du sie erfinden. Du musst alles über dieses Jahr wissen. Welche Frisuren in Mode waren, wie spitz die Kappen der Schuhe, wie die Seifen rochen. Ein vollständiger Katalog der Gerüche. War der Frühling regnerisch? Wie war die Temperatur im August? Was war das meistgehörte Lied in den Hitparaden? Die wichtigsten Geschichten des Jahres. Nicht einfach die Nachrichten, sondern die Gerüchte, die modernen Mythen. Die Dinge wurden in Abhängigkeit davon komplizierter, was für eine Vergangenheit du geliefert bekommen willst. Ob es deine Ostvergangenheit ist, wenn du von der östlichen Seite der Mauer kommst, oder ob du ganz im Gegenteil, wenn du von dort bist, ausgerechnet jene Vergangenheit erleben möchtest, die dir versagt war. Dich an fremder Vergangenheit überfressen wie an Bananen, von denen du ein Leben lang geträumt hast. Die Vergangenheit ist nicht nur das, was dir passiert ist. Manchmal ist sie jenes, das du nur erfunden hast. Es gab einen solchen Fall mit Mircea aus Turnu Magurele. Er erinnerte sich nur an das, was ihm nicht passiert war. Nichts vom Sozialismus und der Plackerei in der Fabrik, von den endlosen Versammlungen, Banketts, Kundgebungen und kühlen Hallen. Er hatte es gelöscht, solange sein Kopf noch funktionierte. Als sich sein Gedächtnis zu leeren begann, blieben nur die Dinge, von denen er im Wachzustand geträumt hatte, als er noch jung war. Schon damals wusste er alles über Amerika. Es brannte ihm auf der Seele. Er sagte, dass er sich immer als Amerikaner gefühlt hätte. Er hatte einen Freund, der seinerzeit nach New York geflohen war, und von Zeit zu Zeit gelang es ihnen, einen Brief auszutauschen. Der Freund beklagte sich nur, hier ist es dies, hier ist es jenes. Am Ende hielt es Mircea nicht mehr aus und schrieb ihm, hör mal, du Dummkopf, warum bleibst du dort? Du vergeudest nur die Zeit. Komm zurück, damit wir tauschen. Das Schicksal hat nur ein Stückchen Glück für ganz Turnu Magurele vorgesehen und ausgerechnet dir ist es zugefallen, du Nörgler. Sein Sohn hatte ihn eines Nachmittags in die Klinik gebracht. Und dieser Mircea fühlte sich hier wie zu Hause, inmitten der Platten, Sofas, Stühle, Poster dieser Vergangenheit, die real gar nicht seine war. Er erinnerte sich detailliert an sie auf Kosten der Vergangenheit, die ihm vom Schicksal in Turnu Magurele zugeteilt worden war. Jenes, was ihm nicht passiert war, das Erfundene, blieb länger in seinem Gedächtnis als das, was ihm passiert war. Er ging weiterhin durch Straßen, die er nur aus Büchern und Filmen kannte, hing bis spät in der Nacht in den Clubs von Greenwich Village herum, erzählte von jenem Open-Air-Konzert von Simon & Garfunkel im Central Park 1981, in den er nie einen Fuß gesetzt hatte. Oder er erinnerte sich an Frauen, mit denen er gar nicht zusammen gewesen war. Er war auch hier in der Klinik eine weiße Krähe, wie er es seinerzeit in seinem rumänischen Städtchen gewesen war. Alle Geschichten, die stattgefunden haben, ähneln einander. Jede Geschichte, die nicht stattgefunden hat, hat auf ihre eigene Art und Weise nicht stattgefunden. Vielen Dank für die Lektüre. Dieser Satz, der letzte, ist natürlich eine Abwandlung des ersten Satzes aus Tolstois Anna Karenina. Du hast zweimal diesen Satz unterschiedlich abgewandelt. Sie kennen diesen Satz wahrscheinlich. Jede glückliche Familie ist glücklich. Ich muss es jetzt auch noch mal, Kakbaruski. Ja. Ja, jede glückliche Familie ist gleicht sich, und aber die unglückliche ist unglücklich auf ihre Art. Also es geht um Familien und das ist gleich der Beginn. Und bei dir kommt das auch zweimal vor. Vielleicht dazu ganz kurz noch eine Frage. Du zitierst ja eine Menge Augustinus und Platon und so weiter und so fort. Deine Belesenheit ist ja bekannt. Ist denn gerade vielleicht die russische Literatur auch, oder welche Autoren aus der russischen Literatur spielen für dich eine wichtige Rolle? Ти си много известен за човек, който много чете, цитираш Августинус, Платон, но има ли и от руската литература цитираш много? Имаш ли любими писатели?
в тази литература. В руската. В руската. О, да. Чехов е първото име, което, което ми идва. Чехов е ерсте наме, де ми айнфелт. И това е най-малко империалистичният руски писател. Und er ist der am wenigsten imperialistischste russische Autor. Когато сега войната започна, много хора казаха: "Да, да, ма, не мразете Путин, защото или руското, защото там имаме писатели." Als der Krieg begann, sagten viele Leute, aber hast doch nicht das Russische, weil dort gibt es sehr viele gute, berühmte Schriftsteller. Но едно е да обичаш Чехов, друго е да обичаш Путин. Aber es ist das eine, Чехов zu lieben und das andere, Путин zu lieben. Аз мисля, че Путин не е от руската литература. И той от руската литература, от най-мрачните страници на Достоевски. Ich denke, wenn Putin aus der russischen Literatur ist, dann aus den finstersten Seiten von Dostoevsky. Много харесвам Пушкинреда 1880. Много харесвам също, разбира се, поезията, и тук в един ред ще кажа Ахматова, Цветаева, Бродски. Те са по особен начин свързани. Sehr gern lese ich auch die Poesie von Ахматова, Бродски, Цветаева. Ja. Юма знае, когато ми... Ja, wir haben es darüber auch schon unterhalten. Aber es ist mir aufgefallen, dass dieser letzte Satz, der gelesen wurde, eben tatsächlich ein Tolstoi-Zitat ist. Und das kommt auch zweimal vor, unterschiedlich. Ja, der Krieg ist fast unausweichlich, denn das Buch endet ja mit einem Reenactment, und zwar des Krieges 1939, also des Zweiten Weltkriegs. Und das sei das größte Reenactment eines Krieges, heißt es hier im Epilog. Und der letzte Satz heißt dann, wir wiederholen diesen Krieg, damit er sich nie wiederholt. Nie mehr wiederholt. Ваше последно изречение в епилога, ние ще повторим тази война, за да не се повтаря никога. Това е най-големия реенактмент, който някога се... Утре беше 1 септември. Ами това е, да, ако трябва да кажа накрая, тази война е особена война с миналото всъщност. Всъщност това, което виждаме при тази война, е как се повтаря, как ние винаги сме в навечерието на един 1 септември 1939 година. Das ist natürlich ein besonderer Krieg mit der Vergangenheit und uns wird gezeigt, wie wir immer am Vorabend von 1939 sind. Romanът е за това колко съблазнително и какъв капан може да бъде миналото, защото човек някак си се парзаля на там да го повтори, ако то не е преработено минало. Uns wird gezeigt, wie verführerisch die Vergangenheit ist und was für eine Falle sie ist und wie man dort hineinrutschen kann. Има нещо особено съблазнително по лош начин в това да повториш отново нещо, което си повторил някога, което си направил някога. Dieses Reenactment, diese Wiederholung, es hat etwas sehr Verführerisches. Und es ist auch gleichermaßen sehr gefährlich zu versuchen. Когато на 24 февруари научихме за нахлуването на руските войски, аз веднага проверих часа на войната и то е 3 минути по-късно от началото на Втората световна война. Втората световна е започнала в 4 часа и 47 минути, а тази започна в 4:50. Als am 24. Februar die Russen einmarschiert sind, habe ich mir sofort die Uhrzeit angeschaut und ich habe festgestellt, es waren 3 Minuten später als der Beginn des Zweiten Weltkrieges. Der Zweite Weltkrieg hat um 4.47 Uhr angefangen und der russische Einmarsch fand um 4.50 Uhr statt. И другото лошо дежавю, което имах лично, беше свързано с това, че първото нещо, което написах в Google, беше как да реагираме при ядрена атака. Ich hatte noch ein weiteres böses Déjà-vu und ich habe sofort gegoogelt, wie reagiert man bei einem Atomschlag.
И го написах не толкова, аз си спомнях и си припомних, защото на нас като деца са ни обяснявали това. Und ich habe es bei Google reingeschrieben, aber ich erinnerte mich eigentlich, weil uns wurde das als Kindern gezeigt, beigebracht. Припомних си миризмата на тази гума от противогаза, който си слагаш. Ich erinnerte mich an den Geruch der Gasmaske, wenn man sie aufsetzt aufs Gesicht. Припомних си как ни казваха да не гледаме в гъбата на бомбата, защото може да ослепееш, сякаш. Ich erinnere mich, wie man uns auch sagte, man soll nicht in den Atompilz hineinschauen, weil man dann erblindet. Сякаш това има значение. Als ob das eine Rolle spielt. И сега тези страхове, тези стари страхове от моето детство, аз трябваше по някакъв начин деликатно да ги предам като предупреждение или съвет на дъщеря. Und diese alten Ängste, die wieder hochkamen, musste ich dann auf eine delikate Art und Weise meiner Tochter weitergeben. И това е много лошо повторение, много лошо повторение. Das ist eine sehr böse Wiederholung. Du hast ja deiner Tochter gesagt, es wird keinen Krieg geben und jetzt gibt es einen. Und in demselben Zusammenhang hast du geschrieben, es kann keinen Sieg geben. Es kann niemand gewinnen. Ти казах на дъщеря си, че няма да има никога повече война, а сега има война. И също така каза и, че няма да има печелище от войната. Да, изведнъж всъщност ти си не можеш да удържиш обещанието си в един свят, срещу който много малко може да се направи, срещу това, което се случва. И това е тежко изпитание. И за нас, и за самите деца. Auf einmal stellt man fest, man kann nicht jedes Versprechen einhalten in einer Welt, in der man auch nicht immer agieren kann. Und auch das ist eine Erfahrung, die man machen muss. Also mich hat das wirklich erschüttert, als ich den Schluss des Romans gelesen habe, als wäre hier etwas, ja, als hättest du eine Vision schon gehabt, dass es zu einer Wiederholung von etwas kommen kann, denn dieser Krieg aktuell wird ja bereits mit dem Zweiten Weltkrieg verglichen. Und wie er endet, weiß niemand. Я много потресена да прочете края на твоя роман, като че ли това е една визия за това, каквото ще стане. И тази сегашна война също се нарича вече световна война. Да. Всъщност, тази война, надяваме се, тази война ще свърши един ден. Проблема е, че всяка война, че никоя война не свършва с последния изстрел. Ja, dieser Krieg wird zwar eines Tages vorbei sein, aber kein Krieg endet mit dem letzten Schuss. Има дълги години след това отново да си съчиним общо бъдеще. Es gibt noch viele Jahre, die nachher kommen, in denen wir uns gemeinsam eine neue Zukunft zusammendichten. Пак да се излъжим в нещо да вярваме. Uns wieder belügen, um in etwas zu glauben. Да си разказваме истории. Uns Geschichten erzählen. Vielleicht noch die Frage, wie reagiert man in Bulgarien auf diesen Krieg? Bulgarien hatte ja notorisch eine ziemlich enge Beziehung zu Russland. Es gab eine Russophilie, die war ziemlich traditionell. Und wie ist die Stimmung jetzt, zumal auch der Gashahn etwas schon zugedreht wurde? Как се реагира в България, особено защото България има много близка връзка към Русия, русофилия и като се вземе предвид, че спират и гъста? Много е трудно в България. Много е, как да кажа, голяма част от, за съжаление, по-голяма част според изследванията се поддават на пропагандата или по-скоро не разбират кой е агресора в тази война или не искат да разберат. Ja, es ist sehr schwierig in Bulgarien zu dieser Zeit. Der größere Teil der Bevölkerung glaubt die Propaganda beziehungsweise will nicht verstehen, wer eigentlich der Aggressor ist in dieser Situation. Ние бяхме учени дълги години, че Русия е най-близки, Съветския съюз е най-близкият ни приятел и ако нещо стане, ние веднага се обаждаме като на бърза помощ
на пожарното Съветския съюз и той идва и ни помага. Uns wurde lange Zeit beigebracht, dass Russland unser bester Freund ist und dass man sich immer dorthin wenden kann, wie bei einer Art Feuerwehr in einer Notsituation, und es wird uns dann geholfen werden. Като бях войник, аз бях на границата на България, между България и Гърция, и на нас ни казваха, че ако Гърция или някой от НАТО ни нападне по време на социализма, ние просто трябва да издържим 30-40 минути и тогава ще дойдат от Русия, от Съветския съюз да ни спасят. Als ich Soldat war, war ich an der Grenze Bulgarien-Griechenland stationiert und dort hat man uns gesagt, falls Griechenland oder ein anderes NATO-Land uns angreifen würde, müssten wir einfach 30 bis 40 Minuten ausharren und dann würden schon die russischen Truppen kommen und uns helfen. И това явно е останало в хората. Тази пропаганда, за съжаление, е посяла някакви семена и се е много трудно. Und das ist einfach in den Köpfen geblieben. Das, diese Propaganda von damals hat Gedanken in uns gesät, die offenbar noch da sind. Последните новини, как преди два дни, последно, което четох, е как в Русия започват отново да произвеждат москвичи, заводите на Рено, как възстановяват пионерската организация. Особено е това връщане назад. Просто е невероятно това, което се случва пред очите ни. Und zuletzt habe ich auch in den Nachrichten gelesen, wie in Russland man dahin zurückkehrt, Moskvitsch herzustellen und auch die Pioniergruppen wieder einzuführen. Und es ist sehr komisch, wieder so zurückgebracht zu werden. Трябва много да те е страх от бъдещето, за да почнеш да произвеждаш москвичи. Man muss sehr große Angst vor der Zukunft haben, um damit anzufangen, Moskvitsch wieder herzustellen. Ja, über die Zukunft haben wir jetzt gar nicht viel gesprochen, aber es gibt ein Berdjajew-Zitat im Buch, das davor warnt, Utopien zu verwirklichen. Also Utopien sind auch gefährlich. Nun gibt es rückwärtsgewandte und vorwärtsgewandte Utopien. Aber tatsächlich glaube ich auch, dass Berdjajew recht hat. Es ist gefährlich, Utopien verwirklichen zu wollen. Immer Zitat, die opasno, dass es bürgt wird, Utopien. Ja, er weiß es, wovon ich spreche. Ja, ich würde gerne vielleicht Ihnen noch die Möglichkeit geben, ein, zwei Fragen zu stellen. Ich glaube, Zeit ist noch vorhanden. Danke. Entschuldigung, vielleicht die Frage wurde schon geantwortet. Und ich als Russe stelle natürlich die Frage, aber im Zusammenhang mit Krieg und mit der deutschen und russischen Literatur. Vor kurzem habe ich gerade in diesem Zusammenhang mit einem Freund, der in Deutschland schon 40 Jahre ist, aber berühmter schweizerischer Slavist ist, und er hat mir geschrieben, es gibt keine deutsche Literatur, es gibt keine russische Literatur, es gibt nur einen Autor und sein Werk. Und das Satz hat mir natürlich unheimlich gestört, aber ich möchte wissen, und besonders von einem, der als Repräsentant von bulgarischer Literatur, gibt es oder gibt es nicht. Als Kind habe ich Ivan Vazov gelesen und sonst kenne ich natürlich nichts von bulgarischer Literatur, habe ich Ihre Bücher noch nie gelesen, vielleicht lese ich das weiter. Und mich stört das, diese Gedanken, obwohl ich ganz gut verstehe, wofür das... Ja. Не, човекът не е убеден дали въпросът вече е отговорен, но каква е връзката между литература и война, защото според него няма има руски писател и неговите романи, но не вижда връзка към войната. Между литература и война. Есть руска литература или только есть автор и его произведение? Есть немецкая литература? Он говорит, что нет. И это, я думаю, в Германии, в славистике, ну и вообще в филологии. Но вы думаете, она не связана с что происходит? Да. Только автор и произведение, никакой нет, ни немецкий, ни русский. Аз не съм много съгласен, да, разбирам какво казвате, но... Ich bin nicht sehr einverstanden damit, ich verstehe, was Sie meinen, aber... Es ist nicht meine Meinung. Ja, един негов приятел му е казал това, това изказване, и той пита за вашето мнение. Вижте,
Дори литературата не е невинна. Sehen Sie, sogar die Literatur ist nicht unschuldig. От друга страна, аз мисля, че все пак европейската литература е свършила много добри неща, включително след Втората световна. Значи, може би сега си даваме сметка, че живяхме 70 години след Втората световна. В някаква степен с без война или с ужаса от това, че може да избухне война. Литературата направи доста, за да създаде памет за Втората световна. Литературата създава памет. Това е много важно нейно качество, нейна суперпауър. Ich würde sagen, dass die europäische Literatur sehr viele sehr gute Dinge geschaffen hat, insbesondere nach dem Zweiten Weltkrieg. Und wir realisieren jetzt, dass wir Jahrzehnte im Frieden leben durften. Und die Hauptaufgabe der Literatur ist es, Gedächtnis, Erinnerung zu schaffen. Няма да изброявам всички автори, които някак си успяха да създадат памет, успяха да създадат червена линия. Много е важно това. 20 век, въпреки всичките му глупости, успя да създаде една идея за червена линия, която не бива да се прекрача. Das 20. Jahrhundert und alle Autoren dieses Jahrhunderts haben es geschafft, eine rote Linie zu zeigen, die nicht und nie wieder überschritten werden darf. Und dieses Gedächtnis, diese Erinnerung fängt an zu verschwinden. Das sind die Menschen verschwunden, die noch eine lebendige Erinnerung an den Weltkrieg hatten. Но така или иначе европейската литература, аз съм за това да кажем една добра дума за европейската литература. Тя все пак направи усилия да разкаже всичко това, да създаде памет. Aber ich möchte noch mal die europäische Literatur loben. Sie hat sich sehr bemüht, Erinnerung zu schaffen. Hallo? Ich will nur kurz erwähnen, dass ich bei letzten Absatz, gelesenen Absatz, gehört habe, dass die Person sich an sein rumänisches Dorf erinnert hat. Ist das ein Druckfehler? Also nur Aufmerksamkeit schenken, ob das ein Druckfehler ist oder ist wirklich rumänisches Dorf gemeint? Ja, ja. Kurat pita v poslednji pasaž ima fazata на румънско, да. И дали е грешка това или дали е нещо? Не, не, това е Турну Магурели в Румъния. Мирча heißt er. Das ist ein Ort in Rumänien. Ist kein Fehler. Ein Name auch, Mirca. Mirca. Ja. Das ist rein rumänisch. Eine letzte Frage. Also ich muss zuerst mal vorlesen, einmal in Deutsch und einmal in Bulgarisch, weil ich habe eine Frage. Und zwar, danke, das ist sehr. Und zwar sagt der Richterzähler, ob, wenn eines Tages das Ende der Zeit kommt, auch die alten Automobile wieder auferstehen werden? Ich lese auf. Дали, като дойде един ден краят на времето, ще възкръснат и старите автомобили? Ich muss sagen, für mich liest sich dieser Roman sehr prophezeiisch. Ich bin jeden Tag wie schockiert, wie aufgewühlt und erschüttert, weil alles, was ich lese, passiert in den nächsten Tagen. Значи, аз чета в момента романа, и съм потресена, и съм шокирана, защото четейки го, всеки ден се случват неща, които в този роман са описани. Ето това за старите автомобили Рено произвежда вече Москвич. Zum Beispiel das mit den alten Automobilen Рено wird jetzt nun Москвич herstellen.
die Pionierchenorganisationen kehren zurück. Pionierskite Organisationen se vrštat. Kolhozite se vrštat. Die Kolhozen, also die landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften, kehren wieder zurück. Was bedeutet das, Georgi? Какво означава това, Георги? Стигнахме ли края на времето? Haben wir das Ende der Zeit erreicht? Да, нали знаете, края на времето е, т.е. апокалипсис и края на времето е всъщност това състояние, в което всички времена са едновременни. Sie wissen ja, das Ende der Zeit ist die Zeit, in der alle Zeiten gleichzeitig stattfinden. Това е изпитание, това е изпитание, разбира се. Но за да завърша с... за да не си приписвам профетически способности и да завърша с нещо по-ведро от книгата, ще разкажа историята за това как други народи мислят за бъдещето и миналото. Защото ние имаме наш европоцентристски поглед. Aber damit ich nicht zu prophezeiisch bin und auch mit etwas Positivem abschließen kann, werde ich Ihnen gleich erzählen, wie andere Völker mit der Vergangenheit umgehen. Das ist das Volk der Aymara in den Anden. И за тях миналото е отпреде. Това, което е пред очите ни, когато казват нещо за миналото, разказват, те сочат напред. Und für sie ist die Vergangenheit etwas, was vorne stattfindet. Und wenn sie über die Vergangenheit sprechen, zeigen sie nach vorne. То е вече случилось, то е вече пред очите ни. Das ist ja schon passiert, das ist vor unseren Augen. Бъдещето е отзад. Und die Vergangenheit ist hinter uns. Не знаем, то просто ни застига. Wir können nichts dafür, es holt uns ein. И това може да е до някъде отговора на Евелина Ламбрева, Екер е прекрасен писател. И отговора може да е в това. Може би ние наистина в момента наблюдаваме миналото, което ни се случва пред очите, пред нас. Und vielleicht ist das eben die Antwort auf Ihre Frage. Die Vergangenheit ist das, was wir vor unseren Augen jetzt sehen. И може би нашите твърди познания за това, какво е минало и бъдеще, трябва да бъдат леко разклатени. Може би не, нещата не са толкова очевидни. Und vielleicht müssen wir einfach unsere bisherigen Kenntnisse über das, was vergangen und was Zukunft ist, erschüttern und neu erfinden. Дори във физиката времето не тече вече, така както течеше едно време. Sogar in der Physik fließt die Zeit nicht mehr so, wie sie früher geflossen ist. И както се казва, едно време имахме повече бъдеще, отколкото днес. Und wie man so schön sagt, wir hatten früher, извинете, може ли да го повторя? Някога имаше повече бъдеще. Früher gab es mehr Zukunft als jetzt. Така, нека да си дадем сметка и за племето Аймара, и за начина, по който гледаме това, което ни се случва. Това, което ни се случва, понякога май може и да излиза от логиката и от знанието, което ние имаме. Така че да си дадем сметка и за това. Deswegen sollten wir immer auch an dieses Volk in den Anden denken, weil das, was uns passiert, ist nicht immer logisch und liegt manchmal außerhalb des Erfassbaren. Значи ни трябват други думи, други мисли, друго поведение, не знам. Ще го мислим заедно. Vielleicht brauchen wir neue Gedanken und ein neues Benehmen, neues Handeln, um dorthin zu kommen. Това, което знам със сигурност е, че трябва да се разказва. Че трябва да разказваме това, което се случва. Че трябва да говорим. Няма друг начин. Аз идвам от култура, която в голяма степен беше при социализма култура на мълчанието. Das, was ich auf jeden Fall sagen kann, ist, dass wir erzählen müssen. Wir müssen sprechen. Ich komme aus einem Land, aus einer Kultur des Schweigens. Това е известно и от всички теории за Алцхаймер и деменции. Когато мълчиш, забравяш. Или когато забравяш, мълчиш. Не разказваш, не говориш. Това е големия проблем. И начинът на лекуване, когато разкажеш една история, тя да отключи друга история от този, на когото разказваш. Und es ist auch bekannt aus der Alzheimer-Forschung, wenn man anfängt zu vergessen, fängt man an zu schweigen. Und
das ist auch einer der Heilungsansätze, wenn man eine Geschichte erzählt, dann weckt das wiederum Erinnerungen in dem Gegenüber und es entstehen immer mehr Erinnerungen durch die Geschichten. Also haben wir viel zu tun, unsere Geschichten zu erzählen. Vielen herzlichen Dank, lieber Georgi, auch für deine Ausführungen, deine Gesprächsbereitschaft. Vielen Dank, Frau Über, für Ihre wunderbare Übersetzung und Thomas Sabacher, wie immer, für sein wunderbares Lesen, Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Ich möchte nur sagen, es gibt wie immer einen Büchertisch. Besorgen Sie sich das Buch, wenn Sie es nicht schon haben. Es ist ein sehr ernstes Buch auf der einen Seite, aber wie Sie gemerkt haben, Georgi Gospodinov ist in allen Büchern und immer auch sehr humorvoll. Es gibt ganz hinreißende, auch humorvolle Passagen in diesem Buch. Er ist ein glänzender Beobachter, er ist ein visionärer Autor. Ich denke überhaupt, dass Autoren sehr viel spüren, was in der Luft liegt und sehr viel antizipieren, was die Dame vielleicht gemeint hat. Da ist sehr viel enthalten von dem, was uns jetzt wirklich umtreibt, selbst dieser Krieg, als wäre hier auch schon quasi mit diesem Reenactment auch schon antizipiert. Also lesen Sie das Buch und Sie werden sehr bereichert werden. Vielen Dank.